Digitalisierung ist eine Riesenchance für Unternehmen und für uns als Gesellschaft insgesamt. Aber sie funktioniert dann, wenn sie Vertrauen genießt. Das ist das Hauptstichwort in diesem Zusammenhang. Deswegen ist es wichtig, dass Unternehmen Verantwortung übernehmen. Verbraucherinnen und Verbraucher orientieren ihre Entscheidung heutzutage, nämlich nicht alleine nur am Preis, sondern sie wollen beispielsweise mehr darüber wissen, wie wurden Produkte hergestellt, wie sind die Lieferketten, wie sind die Arbeitsbedingungen, welcher Ressourcenverbrauch ist damit verbunden gewesen. Es geht nicht nur um kurzfristigen Profit, sondern die langfristige Chance mitzudenken, das ist mindestens genauso wichtig. Wir haben auch das Thema Ethik bei Design und noch wichtiger, zertifizierbar bei Design. Das heißt, wir müssen jetzt KI-Systeme erstellen. Denken Sie nur an das hochautomatisierte Fahren oder automatische Züge oder Schiffe. Da kommt es ja sehr stark auch auf die funktionale Sicherheit an. Und da müssen wir in die Systeme Möglichkeiten einbauen, dass extern eine Prüfstelle unabhängig sozusagen ein KI-TÜV auch überprüft, ob das System zugelassen werden kann oder nicht. Daran arbeiten wir auch, denn wir wollen ja Normen und Standards setzen, die dann weltweit Anerkennung finden, sodass wir wie in anderen Bereichen der Standardisierung eben sagen können, dieses System ist zertifiziert, dem kannst du vertrauen. Nachhaltigkeit hat ja nicht nur eine ökologische Dimension, sondern auch eine wirtschaftliche und soziale. Und unsere Aufgabe ist, in diesem rasanten Wandel das zusammenzudenken und vernünftig zu gestalten. Ich will, dass es einen digitalen Produktpass gibt, auch in der EU, so eine Art digitalen Zwilling, der einfach genau sagt, was ist in dem Produkt drin, wie kannst du es recyceln, kannst du es reparieren, was passiert, was ist überhaupt in dem Produkt drin, welche Lieferkette steckt dahinter. Solche Dinge könnte man alles in so einem digitalen Produktpass, in so einem digitalen Zwilling regeln. Und ich will, dass das für Verbraucherinnen und Verbraucher transparenter wird.